So, jetzt Aufnahme. Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde hier in Thüringen. Wir werden ein bisschen Dünger. Ich fahre ein bisschen Dünger zu meinem Hof und nebenbei wird schon gepflügt und wir gruppen auf Feld 38 für eine Feldmission, wo wir leider zu wenig verdienen, aber wir ziehen das durch. Und jetzt fahren wir los. Was machst du Schönes? Ja, ich habe gerade die Schweine versorgt. Oh, kann ich mich schon eigentlich holen zum Schlachten? Nee, das sind alles Muttertiere noch. Ach je. Bist du ganz sicher? Dass du kein Da Eber bei bin ich mir hast? ganz sicher. Nee. Die mit den dicken Eiern, das sind Eber. Ja, das weiß ich. Der Dünger ist schwer, da tut sich immer der Traktor die bergauf. Nicht gerade schnell. Ich würde auch Werbung fahren für dich, um Anhänger was aufschreiben. Hof Nummer 5 oder so. Und du zahlst mir 50.000 pro Stunde. Wäre doch günstig, ne? Naja. Ich dachte schon, hast mich nicht gehört. Hast du die Ich hab mich schon gehört. Sprache verschlagen. Saatgutlager. Der Dünger war teuer, du. Aber du kannst auch Dünger kaufen in fester Form und legst die Tricke, also die Behälter einfach beim Tricker ab und dann macht er automatisch leer. Die gehen dann im Prinzip in den Lager rein. Also falls du mal einen Hänger entladen willst, musst du es genau da tun, wo der Düngertricker ist. Dann kannst du sie einlagern. Kann man da Flüssigdünger auch einlagern, oder? Da ist der grüne Behälter für. Du hast im Hof einen grünen Behälter. Muss ich gerade schauen. Ich habe auch so einen grünen. Da brauchst du aber so Okay. einen speziellen Tank, der auch Dünger fahren kann. Ne? Musst du gucken. Aha. Standardfahrzeuge können das nicht, glaube ich. Also ich habe da zum Beispiel Universaltank. Da musst du kaufen, zwar. Nicht den Silo, ne? Tanks musst du kaufen, ne? Wo drauf steht. Weil einige können nicht so alles fahren, ne? So. Ah, jetzt sehe ich den grünen Behälter. Ich habe am Anfang gedacht, das ist Sprit. Und da gibt es den anderen für, ne? Da hast du ja den anderen Behälter. Bei mir ist zwei Tanks für Sprit. Ah, da ist der Sprit. So.
Mal wieder Holz. Ja, kruppert es gut aus. Kommt ein bisschen Geld rein. Wenn auch nicht viel. Ey, Wahnsinn. Oh, der braucht 6 Stunden, Bursche. Naja gut, wir haben 9 Tage Spielzeit, also von daher ist das nicht ganz so dramatisch. Also heute pflügen, morgen die Aussaat, wahrscheinlich immer noch Kuppeln vorher. Naja, ist alt ja nicht, ne? Nee. Dann machen wir halt Holz. Der Wald muss nieder. Ich habe schönes Holz. Alles bestes Nadelholz. Schnell wachsend. Ohne Würmer. Das ist so optimal. Keine Spechtlöcher, nix. Und ich habe noch Geld. Ich habe Dünger jetzt gekauft. Dünger und Saatgut. Dann haben wir noch Geld. Müsst ihr noch ein Dings kaufen, Tank für Gülle. Bevor mir einer das Geld erzieht. Ich hab mir erst das Universalfass gekauft, das große für den LKW. Hey. Was denn das silberne? Ja, haben wir gleich geliefert. Okay. Da geht Dünger und da ist ziemlich Holze, glaube ich. Ja. Gülle geht da. Kannst du mir hinbringen, die Gülle. Das ist in meiner BGH. Nee, die Gülle brauche ich selber. Na, ich hätte auch jetzt für... Das brauche ich selber, das schwarze Gold. ich hätte es dir abgenommen, ne? Für ein kleines Entgelt. Hätte ich entsorgt. Ja. Na, da bedanke ich mich recht herzlich, aber das mache ich selber. Weil die Holländer, glaube ich, verkaufen Dünger, also verkaufen nicht, die bezahlen dafür, dass einer abnimmt. Das war ja optimal, oder? Naja, sicher. Du kriegst Geld fürs Abnehmen und dann von der BGA nochmal. Weil du musst ja im Prinzip rein theoretisch... Ja, entsorgen eigentlich, fachgerecht, ne? Du musst ja im Prinzip die Fläche haben, wo du es auskippen kannst. Aber hier muss irgendwo eine Baustelle sein. So viel Beton muss er hier fahren, du. Ja. Mal schaffen, ne? Ja. Schönes gerades Holz. Schön, schön. Ja, die Lufttemperatur steigt auch schon langsam, plus 5 Grad. Dann wird es mal wärmer werden. Hitzefrei.
Ja, bei 5 Grad Bodentemperatur geht es dann los mit der Aussaat, ne? Ja. Du kannst ja auch vorher beginnen, ne? Aber Risiko bei, ne? Dass nicht aufkeimt. Ja, ich glaube, wenn es ganz knapp vorher beginnst, ist es nicht so tragisch, aber. Ja. Wie gesagt, wir haben genug Zeit. Aber es dauert halt lange, bis die Schweine groß werden, ne? Aber dann hast du auch genug Zeit zum Verkaufen nachher. Erst bringst du es zu mir und ich verkaufe es dann, ne? In der Zwischenzeit tue ich ein bisschen düngen als Lohnunternehmer. Gibt es keine Aufträge für? Alle weg. Naja, da werden schon kommen. Meinst? Da werden auf einmal so viele Aufträge da sein, die schaffst du alleine gar nicht. Da muss ich nur genug Traktoren haben und Düngerstreuer. Vor allen Dingen sind die Rechnung überfordert, ne, wenn alle Kurse immer gemacht werden müssen, ne, Berechnung und so. Beim Landhandel Müller, hast du gesagt, gibt es den Düngen, oder? Ja. Da musst du aber hinten einkaufen, ne? Vorne ist das ein Verkauf, wo das Gitter ist, ne? Und hinten ist nur ein Rohr raus. Da fährst runter und dann klickst du ein mit, ich glaube mit R. Und da kannst du aussuchen, Dünger, Saatgut oder Kalk. Mhm. Und dann bringst du das zu mir zu meinem Hof. Hab noch Platz. Wir hatten eigentlich bei dem Flüssigdüngertank am Hof Platz, weil es fast schon größer aus als der Tank. Ja. Aber wo du den kaufen kannst, weiß ich jetzt gar nicht genau. Ich dünge mit Körner. Nein, ich brauche den flüssigen. Das weiß ich nicht genau. Probieren, ne? Ich könnte auch reinpullern normalerweise. Das ging auch, ne? Ja, aber da gingen 70.000 Liter rein. Er musste mir vorher die Cola ausgeben, ne? Ja. Haben wir ein paar Wochen Zeit, ne? Ja, wir bitten viel. Wir müssen deine Schweine helfen. Ja, denen habe ich vorhin Wasser gegeben. Genau. Und gleich losziehen und mir was kaufen. Ich habe 10.000, das mache ich heute noch nicht. Für 10.000 lohnt sich das nicht, weil 70.000 er hat, dann kann er nicht loslegen. Müsste noch Kühe kaufen. Im nächsten Holz habe ich gekauft, Kühe kaufen. Das sind Prachtbäume hier, sag ich dir, du. Das sind richtige Zaunpfähle hier. Für Riesen. Ich hab mal einen Mod gesehen, da kann man einen Weidezaun machen. Aber wie genau funktioniert, weiß ich nicht. Du kannst wohl die Kühe. Du kannst die Kühe dort hinbringen.
Wäre auch praktisch im Sommer, ne? Hast keine Arbeit. Wenn du mir junge Kühe hast, die noch keine Milch geben, ist praktisch. Aber du musst ja so viel fahren mit dem LKW, ne? Bei 1000 Kühen, das ist blöd, ne? Hast du dich verlaufen? Naja, ich habe mich verfahren, ne? Da sind die Baumstumpen, ne? Verfahren ist gut. Aber hier, glaube ich, geht es jetzt zum Müller. Verkehrsraudi. Ja, der Müller ist da vorne, ja. Das Schwarze, das sind die Straßen, ne? Andere sind die Felder und Wiesen und Wälder hier. Da hast du im Grunde Glück. Ich hab mir schon gedacht, weil es so holprig war. Da hast du Glück gehabt, dass du nicht über einen Baumstumpf hängen geblieben bist, den ich zu hoch abgesägt habe dann. Und dann hättest du das Fass auch noch aufgerissen wahrscheinlich. Ja gut, das geht ja hier nicht kaputt, das ist jetzt gut dabei. Aber hätte ich nicht bergen müssen, das wäre teuer geworden. Der Müller ist eigentlich beim Sägewerk. Ja. Ah, dann bin ich schon wieder vorbeigefahren. Ja, du lernst mal die Karte auch kennen, ne? Da hinten ist der Händler wieder, ne? Also der Viehhändler. Ja, das war's ihn. Dann wärst du den Kreis geschafft. Jetzt schauen wir mal, was da drinnen gibt. Ja, kann ich nicht genau bestätigen, weiß ich nicht genau. Ansonsten musst du Pulver nehmen und Wasser zugeben. Und schön mischen. Ja, was mache ich dann mit dem Fass? Ja, beides reinkippen und dann wieder über das Baumstumpf fahren, mischen. Ich weiß es nicht genau. Muss gucken, ob da mal eingeht. Weil Flussdünger habe ich nicht gesehen im Trigger. Aber eigentlich müsste da auch Flussdünger geben, normalerweise. Eigentlich. Dann hast du ja bestimmt ein riesen Fahrzeug zum Düngen, ne? Den großen. Ja, ich werde mir den mit 36 Meter dann holen. Großbauer. Naja. Das muss sich auch lohnen, ne? Bei den großen Feldern. Ah, da Flüssigdünger. Ach, hier am Fass sicherlich, ne? Ja. Dach gibt mir Gas. Ich hätte mir Dach mit Gas kaufen, ne? Popan und so Zeug hier. Boah, da geht das Geld runter. Ja, Dünger ist teuer, ja, ja. Aber jetzt triffst du keinen Arm, ne? Nee. Das ist schön. Ich glaube, den mache ich vorerst einmal nur 50% voll. Die Dollarzeichen gesehen bei Düngemission, ne? Ja, okay, machen wir ihn voll. Naja. Was so ist. Ja. Ich hoffe, dass ich den am Hof irgendwo abladen kann, weil ich brauche das Fass für Gülle auch. Kannst du, ja, in diesem grünen Fass normalerweise hast du einen Hof. Da muss ein grünes Fass sein. Da kannst du beides reinkippen. Ja. Dünger und
Und Unkraut für Lebensmittel. Eigentlich. So, jetzt habe ich Dünger um 60.000 Euro gekauft. Das lohnt sich, ja. Muss ich bei denen kommen und klauen. Ein paar Eimer. Ein paar Eimer, ja. Hast du schon einen Topf gekauft mit Blumenerde? Naja. Blumenerde? Ja, für schlechte Zeiten, falls du nichts was zu kaufen gibt oder so teuer ist, da kannst du nachher, weiß ich, Morim anpflanzen und dann verkaufst du Morim ein Stück für 5 Euro. Nee, da habe ich keine Angst. Denn wenn sie das Geldsystem umstellen wollen, dann muss vorher die Inflation kommen. Ich habe ja einige. Aber über Waldgrundstück. Ach so, Bäume. Und früher haben sie immer gesagt, wer einen Wald hat, der geht nicht unter. Das ist wie Versicherung. Ja, sei denn, kommt der Borkenkäfer, ne? Dann hast du ein Problem, ja. Habe ich gerade gesehen, da ist ein Fußballplatz. Ja, die dürfen ja nicht spielen, die Burschen. Die armen Fußballer. Bei dir. Ja. Die dürfen ja alle nicht mehr spielen. Ja, das ist gewollt, Prinzip, dass alle Prinzip erstmal schön Konkurs geht. Dann ist Prinzip, ja, dann melden die sich pleite, dann werden die entschuldet, Prinzip, und dann gründen die sich neu. Bei Null. Ist ja die Faustregel, wenn du jetzt das Geldsystem neu starten willst, musst du das alte Vermögen vernichten, aber die Schulden genau gleiche. Die Schulden müssen auch praktisch bei Null sein. Und dann starten die neu. Und das ist schon von langer Hand geplant, das ist schon längere Zeit. Die haben nur einen Grund gesucht. Und da tut sich der Virus gerade gut. Als Begründung, als Ausrede. Die hätten auch eine Grippewelle nehmen können, ne? Aber eine. Corona tut sich besser da. Besser, dann klingt der Name besser. Ja, ist einmal was Unbekanntes, da kann man vielleicht ein bisschen mehr. Ja, ja, bei Grippe ist das nicht ganz so. Das kennen schon viele, ne? Dann ist aber, wer Risiko ist, da ist auch eine Influenza gefährlich, also. Ich habe heute mal Cola gekauft. Lass mir lügen. 16 Flaschen. 60? 16. Jetzt aber doch, du fangst auch schon zum Hamstern an. Na, das war eine Aktion. Kauf 4 Flaschen, 1 Euro billiger. Also Cola für 1 Euro dann. Sonst bezahlst du 1,75. Und da ich auch Rabatt, ja, das lohnt sich. Denn da ich halt auch die Rabattmarken habe, will ich ja die 20% Rabatt bekommen. Ich glaube, nach Ostern ist er. Und da brauche ich noch ein bisschen Ausgaben für die Rabattmarken. Jetzt muss ich noch Montag oder Dienstag für 10 Euro einkaufen. Dann habe ich die 20%. Und dann schlage ich nochmal zu. Nach Ostern, kräftig, also einen großen Einkauf. Aber die Brüder sind ja auch nicht blöd, denn jetzt wurde die
die gekauft hast, hast du ja eigentlich eingedeckt und jetzt kannst du den Rabatt gar nicht gebrauchen, weil alles voll ist. Aber ich kaufe dann ja Waschpulver nachher und also ein Zeug, was sich länger hält, ne? Und das für 20% billiger, das geht dann schon, ne? Oder hier Geschirr, ja. Geschirrspülermittel und so ein Zeug alles. Der Kaffee, der kostet aktuell knapp 8 Euro. Da habe ich damals gekauft für 4 in Rabattaktion, ne? Das habe ich aber eingedeckt. Brauche ich keinen für 8 Euro. Ja, da warte ich einmal. Denn für 8 Euro ist zu teuer. Also würde ich nur kaufen, wenn ich wirklich keinen mehr hätte, ne? Oh, überzogen die Folge. So, liebe Schauer, das soll es jetzt für heute gewesen sein. Ich sage mal schön Dank fürs Reinschauen. Dann sagen wir mal, tschüss und wir grinke. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss.